Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich mit euch ein Unboxing von Shred and Slice Accessory für die Prep and Cook machen. Ich hatte ja neulich schon ein Unboxing für die iPrep and Cook, für die neue Maschine gemacht. Und die hatte ich mir deshalb gekauft, weil ich vorher schon wusste, dass man die Maschine ein bisschen erweitern kann. Das habe ich jetzt getan. Ich habe mir für knapp 64 Euro hier diese zusätzlichen Gerätschaften besorgt. Und die möchte ich jetzt mal mit euch zusammen auspacken. Und dann schauen wir mal, was Krups alles so liefert, was so in der Kiste drin ist. So, alles ausgepackt. Das war der Inhalt des Kartons. Ich fange mal wieder an mit dem Papierkram. Hier haben wir ein bisschen Garantieerklärung international von Krups. Dann haben wir ein Blatt verschiedene Sprachen, wo erläutert wird, dass man den Einfüllstopfen mal ein bisschen ölen soll, damit er besser läuft. Ja, und dann haben wir eine sehr, sehr kurze 1, 2, 3, 4, 5-sprachige Bedienungsanleitung. In der Bedienungsanleitung so ein bisschen erklärt, wozu die einzelnen Teile da sind. Explosionszeichnung hier. Und ganz wichtig, man sieht eben hier auch ein bisschen erläutert, welches Ergebnis welche Scheibe erzielt, was man benutzt, für welches Ergebnis. Das braucht man. Ja, ansonsten übersichtlich, kurz, mehr ist nicht an Papierkram dabei. Dann haben wir den eigentlichen Aufsatz. Der eigentliche Aufsatz hier entspricht natürlich von den Maßen her dem Topfdeckel, denn der wird, wenn ich es richtig verstanden habe, anstatt des Deckels aufgesetzt, ist komplett aus Kunststoff. Jo, ist nicht viel zu erklären, hier eine Gummidichtung, genau wie beim Deckel auch, kann man rausnehmen zum Säubern. Dann haben wir hier diesen Stutzen, mit dem man das Gemüse, Obst, was immer man schreddern möchte, kleinschneiden möchte, nachschieben kann, damit man das nicht mit den Fingern machen muss natürlich. Und es ist auch narrensicher. Wie man sieht, sind das zwei verschiedene Einsätze hier, zwei verschiedene Maße, die kann man nicht verwechseln. Und das rastet auch gut ein. Also Öl, würde ich jetzt sagen, braucht man eigentlich nicht. Aber schauen wir mal in der Praxis. Das geht also gut. Dann haben wir so eine Art Achse-Verlängerung. Die kommt wohl in die Mitte des Mixtopfs und obendrauf wird dann die Scheibe aufgesetzt. Ja, und dann noch ein Kunststoffteil, von dem ich ehrlich gesagt bisher noch nicht weiß, was es ist. Ich habe auch in der Bedienungsanleitung nicht so richtig nachvollziehen können, für was man das braucht, werde ich wohl noch rausfinden beim Zusammensetzen. Ja, dann haben wir drei Scheiben hier. Jede Scheibe ist von beiden Seiten zu benutzen, hat also zwei verschiedene Funktionen. Die Scheiben sind super scharf, also auch die Messer, da war extra nochmal ein Warnhinweis drauf, nicht auf die Messer fassen, also von zwei Seiten jeweils einsetzbar. Hier so ein kleines Messer, scharfes Messer, vermutlich für Scheiben und die andere Seite eben zum Raspeln von Möhren oder anderen harten Sachen. Zweite Scheibe hier etwas größer, auch hier wieder zwei Seiten, die man dann jeweils durch Umdrehen nutzen kann. Und die dritte Scheibe ist auch wieder eine mit einem Messeraufsatz und auf der Rückseite so Schreddereinsatz für Möhren, harte Sachen, anderes. Ja, soviel erstmal zu dem Zusatzwerkzeug Shred and Slice Accessory von Krups und schauen wir mal in der Praxis, wie sich die Geräte bewähren. Ich freue mich schon drauf. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.